und guten Morgen. Es ist super früh, ich bin noch mega müde, aber ich werde euch mitnehmen heute in meinen Arbeitstag, was das Essen angeht. Und ich mache mir jetzt gleich Frühstück. Viele Sachen, die habe ich schon vorbereitet, die zeige ich euch aber dann trotzdem natürlich im Laufe des Tages. Und ja, Frühstück tun wir dann auf der Fahrt und dann erzähle ich euch auch noch ein kleines bisschen, was bei mir im Leben gerade so los ist, weil alles gerade sehr frustrierend ist und ich meinen Vorschlag ein bisschen von der Seele reden muss. Aber jetzt geht's erstmal ans Frühstücken. Frühstück mache ich mir eigentlich immer einen Shake, weil den kann ich entweder nebenher trinken oder ich trinke, wenn ich weiß, dass ich entweder einen Termin habe in der Arbeit, wo ich jetzt nicht irgendwie nebenher was trinken kann geschickt oder wo es einfach irgendwie dämlich ist, keine Ahnung, was einfach unpraktisch ist, da passt man sich irgendwie auch ein bisschen an, ne? Dann trinke ich den einfach im Auto, weil das weiß ich ja dann vorher. Dafür packe ich einfach ganz normale Milch, 1,5% in einen Shaker. Und ich muss mir vor allem erstmal bald eine neue Sorte aussuchen. Weil aktuell benutze ich immer das Eiweißpulver. Aber schau mal, das sind maximal noch 2 Portionen. Eigentlich sind ja 2 so Scoops eine Portion, aber das mag ich nicht. Die schmeckt mir dann viel zu intensiv. Deswegen mache ich da nur einen rein. Ich habe übrigens noch eine coole vegane Milch aufgetan, die aber nicht so Mandelmilch und Hafermilch und weiß ich nicht, sondern die wirklich nach Milch schmecken soll. Die will ich heute Abend unbedingt noch probieren. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich bin gespannt, das interessiert mich. Und ich brauche Kaffee übrigens. Den nehme ich immer mit für den Nachmittag, weil hier habe ich ja in dem Fall ein kleines bisschen Kaffee, weil es der Kaffeegeschmack ist so. Und Kalkgebrühter Espresso wie immer, ne? Davon packe ich sehr viel ein. Ich weiß, ich bin ein Kaffeesuchti, ungefähr so viel. Das sind 350 Milliliter Espresso, ist das normal? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber wir wollen natürlich eher nicht drüber sprechen. Und ich packe da immer ein kleines bisschen Sirup rein. Ich habe heute Winter Spice Sirup. Damit ihr wisst, wie viel. Vorsichtig. So viel. Also ungefähr ein Teelöffel auf diese Menge Kaffee. Wirklich ganz, ganz wenig, weil ich es sonst einfach auch nicht mehr mag. Und jetzt geht die Flasche nicht zu, ich glaube, hallo? Und da kommt dann auch wieder natürlich noch Milch rein. Und zwar einfach die restlichen, bis es 500 Milliliter sind. So. Zum Mittagessen und so muss ich noch was machen. Und für einen Snack. Das machen wir jetzt auch gleich noch schnell. Ich weiß, Toast ist nicht so das Optimale, aber was soll ich machen? Also, keine Ahnung, ich habe halt gerade kein Brot da, Leute. Also, gibt es halt einfach heute mal Toast. Und da packe ich ein ganz bisschen Butter drauf. Ich weiß, der ist ziemlich hart. Es gibt diesen Streichfest, aber inhaltlich einfach nicht so gut. Und außerdem schmeckt der überhaupt nicht. Ich hole mir diesen steinigen Butter aus der Käserei aus Österreich, weil ich den einfach super gerne mag. Deswegen, weil der so hart ist, muss ich den leider ein bisschen hässlich streichen. Aber ja, das geht schon irgendwie so. Und da kommt jetzt Schinken drauf. Und zwar der hier von Wilhelm Brandenburg. Das sind 100 Gramm, das ist ein Paket. Und da balle ich einfach das komplette Paket hier drauf, weil Eiweiß und so. So. Geilo. Zum Zwischendrin-Essen, da nehme ich mir diese kleinen Mini-Möhren einfach mit. Ich benutze gerade die Verpackung, die da eh schon dran ist. Nur das Einzige, was ich da noch wegmache, weil ich das nicht mag, also schälen tue ich die ja nicht oder so, aber diese Dinger oben, die finde ich nämlich nicht so geil. Deswegen mache ich die Dinger hier oben einfach quasi so ganz klein weg und ja, alles andere, alles andere wird gegessen. Für nachmittags, da mache ich mir noch ein kleines Obstpäckchen, sage ich mal. Ich habe eine Mango geholt, nehme ich eine Mango mit in die Arbeit, weil das kann man super gescheckt nämlich nebenher einfach futtern. Alexa, 9 Minuten. 9 Minuten, ab jetzt. Das sieht so lecker aus. Oh mein Gott. So. Kaffee muss mit.
Shake von Frühstück mit. Den trinke ich heute nicht im Auto. Heute kann ich den gemütlich in der Arbeit trinken. Mango, Karotten und Toast. Wasser habe ich in der Arbeit. Da habe ich eine Wasserzapfanlage. Das ist echt sehr viel wert. Ja, deswegen lag ich das dort und auf geht's zur Arbeit. So, Dele. Boah, das blendet ganz schön hier noch mit der Sonne. Aber klar, es ist halt auch Sonnenaufgang. Es ist ja morgens. Tut mir leid, ich muss ein bisschen. Ich lasse euch ja sonst auch immer an meinem Leben teilhaben. Deswegen muss ich jetzt ein kleines bisschen random aus dem Nähkästchen erzählen, was für mich gerade so los ist. Was unfassbar frustrierend ist. Einfach nur, ich sag's euch. Also, ich bin komplett, weiß ich nicht, komplett down einfach nur. Ihr habt ja mitbekommen, dass Domi und ich Hochzeit planen und ich habe euch ja so ein kleines bisschen ja schon mal mitgenommen und so. Und ich sag's dir, wir finden keine Location. Keine. Also alles, was wir irgendwie echt schön finden, geht nicht, weil entweder übertrieben teuer, weil wenn allein schon die Location wieder 5000 Euro kostet, ja, ciao, ne, das Budget für ganze Hochzeit, ja, kann ich knicken. Nee, also funktioniert nicht. Oder es, die Locations, was das allermeiste Problem ist meistens, die sind einfach viel zu groß. Wir laden halt wirklich nur die Menschen ein, die uns auch irgendwie was bedeuten. Klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber ich denke mir da irgendwie, hey, das ist unser Tag und nicht der Tag von den Gästen. Ja, wie soll man sagen? Also Leute, die sich sonst in unserem Leben keinen Platz behalten und die sich sonst für uns nicht interessieren. Warum soll es denn jetzt auf einmal interessant sein? Ja klar, aber jetzt gibt es ja irgendwie was zum Sehen und was zum Hören, News und so. Aber jemand, der sich sonst nicht interessiert, der hat dafür auch keinen Platz bei uns jetzt. Ne? Und für solche ganz kleinen Mini-Locations, zum Beispiel, was ich mir überlegt hatte, ist so ein geiles Baumchalet oder so, weil sowas ist richtig nett und das kenne ich, weiß ich, wo das ist, weil ich da mal beim Wandern vorbeigestolpert bin. Ah, cool, da kann ich reinfahren. Sowas finde ich mega schön, aber das ist das Problem, dass wir dafür zu viele sind. Und für die meisten Locations, die wir schön finden, sind wir zu wenige. Und jetzt ist das Problem, wir sind wirklich von unseren Ansprüchen schon sehr weit runtergegangen und bewegen uns mittlerweile wirklich in einem Bereich, wo wir sagen, dass wir es eigentlich schon gar nicht mehr schön finden. Aber trotzdem haben wir gesucht, ne? Wir finden nichts, Leute. Wir finden aber gar nichts. Das ist so traurig, das ist so frustrierend. Ich bin quasi gefühlt instant jeden Tag am Rumflennen, weil es einfach so unglaublich nervt und weil bei uns so belastet. Weil da willst du heiraten, geht nicht, weil du keine Kack-Location herkriegst. Was ist das? Also ich bin wirklich kurz davor, das alles abzublasen und zu sagen, nee, ihr könnt mich alle mal. Die Hochzeit gibt es nicht mehr. Also natürlich die Hochzeit an sich schon, aber dann gibt es halt wirklich so ein zweckmäßiges, ja komm, gib uns die Papiere, ciao. Aber ich meine, das ist jetzt so ein situatives Ding. In 10 Jahren vielleicht bereue ich das. Deswegen will ich das eigentlich echt nicht machen, wenn es nicht muss. Weil die Alternative, die es halt gibt, Elopement-Hochzeit, das ist dann nur wir zwei mit Trauzeugen, wo es schon anfängt, mein Trauzeuge, den ich eigentlich dafür hernehmen will, der kann ja nichts, der macht ja nichts. Ne? Also das ist dann eher wieder eine Belastung, als dass es schön ist. Super, ne? Ich weiß aber, dass für Domi sein Trauzeuge wichtig ist, deswegen ist es auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall dabei. Und eine freie Hochzeit kommt für mich aber auch nicht in Frage, weil das ist für mich, weiß ich nicht, also das muss schon rechtskräftig sein. Dafür bin ich zu sehr juristisch dann wieder angehaucht. Weil eine freie Trauung ist ja im Endeffekt, wenn man es banal betrachtet, irgendein fremder Mensch, den ich bezahle für das, dass er mir irgendeine Geschichte erzählt. Weil die Geschichte ja 0,0 Folgen hat. So, ne? Also mehr ist es ja nicht. Es klingt voll romantisch, aber das ist, ich kann dem auch nicht mehr Bedeutung zumessen. Das geht einfach nicht. Deswegen, also, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Relevant für mich wäre, wenn ich diesen Standesbeamten auf den Berg schleppen kann, aufs Gipfelkreuz stellen kann. Und da wird das gemacht und zwar mit den Trauzeugen nur zu viert oder so und dann schau. Das wäre geil. Geht aber nicht. Weil es gibt keinen Standesamt, der das außerhalb von seinen gesegneten Räumen macht. Oh, ja, ihr merkt schon, nee. Es ist für mich so ein Bullshit-Thema mittlerweile. Es ist einfach so ätzend. Ja. Also zwischen genervt sein, Frustration und Traurigkeit und Wut und alles mit dabei einfach nur. Und Domi geht es genauso. Ja. Welcome to my life. Im Moment aktuell. Ja.
Okay, genug gemeckert, es tut mir leid, aber ich muss mir manchmal einfach ein bisschen so meine, weiß nicht, meine Sorgen von der Seele reden. Ich gehe jetzt zur Arbeit und zeige euch dann zwischendrin, was ich so esse. Ich muss noch ein Stück weit hinlaufen zur Arbeit, weil ich immer ein bisschen außerhalb parke. Während der Arbeit darf ich natürlich nicht filmen, ganz klar. Deswegen zwischen jetzt und Mittagspause essenstechnisch der Frühstücksshake. Ich habe jetzt Mittagspause und zum einen esse ich meine Mango so ein bisschen als Nachtisch. Die hat diese Nährwerte und als Hauptmittagessen habe ich einmal diesen monströs riesig belegten Schinkentoast. Der hat die Nährwerte hier. Später am Nachmittag, weil dann bin ich wieder eingestempelt und dann darf ich wieder keine Aufnahmen mehr machen. Da gibt es dann noch Kaffee und Karotten. Und heute Abend, wenn ich dann heimkomme, dann machen wir natürlich noch Hauptessen, schon klar. Mahlzeit. Ich habe Feierabend und fahre nach Hause und ja, ich freue mich jetzt irgendwie auch auf Feierabend, keine Ahnung. Meine Laune, muss ich ehrlich sagen, die ist, weiß ich nicht, irgendwie so richtig im Keller. Ich habe jetzt in der Mittagspause noch mal ein bisschen gegoogelt und so. Leidiges Thema von heute Morgen halt, ne? Wie immer. Ich meine, ich gucke halt, dass ich irgendwie gefühlt jede freie Minute damit verbringe, um irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Da haben wir was gefunden sogar, wo wir gesagt hätten, okay, es geht irgendwie auch noch. Betriebsferien, wo ich mir denke, so Alter, dein Ernst jetzt? Also richtig, also ein Schlag in die Fresse nach dem anderen, weißt du? Keine Ahnung. Und weil es so richtig, sowas zieht mich halt richtig hart runter. Ich sag's dir, weil da bin ich halt schon immer noch extrem anfällig essenstechnisch, ne? Dieses Frustfressen, das war schon immer ein Thema, wird es wahrscheinlich immer sein. Es ist aber schon viel besser geworden. Ich hatte schon heute wirklich, heute war es knapp, ich sag's dir. Weil es gibt gerade wieder McDonalds-Gutscheine. Und ich hatte die McDonalds-App schon offen. Und ich hatte den schon in meinem Cheeseburger und Chickenburger. Ich hatte den schon in meinem Warenkorb drin, gell? Ich habe es aber nicht bestellt. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht angehalten. Ich habe es jetzt nicht geholt. Und habe es jetzt nicht gegessen, weil das sind über 1200 Kalorien. Das ist das, was man ganze Tags und hat. Ne? Gut, nicht ganz, aber trotzdem. Und das nur, weil man irgend so eine Frustattacke hat. Das lohnt sich halt echt nicht. Es war aber knapp. Also ich glaube, hätte nicht mehr viel kommen müssen, dass es heute passiert wäre. Einerseits bin ich ein bisschen stolz, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich es halt trotzdem, obwohl ich Frust ohne Ende habe, dass ich es jetzt nicht am Essen auslasse. Aber andererseits, keine Ahnung. Ich meine, Essen hilft halt schon, man macht es ja nicht umsonst. Na gut, es lag noch. Man macht es ja nicht umsonst. Naja, okay. Das heißt, es sind keine Kalorien dazugekommen. Nur jede Menge Frust und Trauer und alles. Egal, ich fahre nach Hause, versuche die Kacklaune nicht so mit nach Hause zu nehmen, weil klar zieht es den Tommy auch runter, wobei der selber auch nicht bessere Laune hat, weil der kriegt das ja genauso mit und der kümmert sich ja auch um das Thema und kommt auch auf keinen grünen Zweig, ne? Aber trotzdem. Und ich habe, wie gesagt, trotzdem ein bisschen Hunger und alles, freue mich auch schon aufs normale Essen, das definitiv nicht McDonald's wird, sondern ein bisschen gesünder und das gibt es dann nachher. Irgendwie was snacken. Ich weiß nicht, ob ich Mittagessen dann noch was Kleines snack oder andersrum. Je nachdem wahrscheinlich eher andersrum, aber das sehen wir ja dann. Jetzt fahre ich ja schon mal nach Hause. Ich bin von der Arbeit wieder zu Hause und habe mich kurz umgezogen. Einfach nur damit, ja, damit ich nicht in Arbeitsklamotten rumlaufen muss. Weil es hat für mich sowas mit Feierabend-Feeling zu tun, dass ich einfach mich umziehe. Und genau, wir gehen noch los. Bei mir nicht geht es einfach noch schnell Kaffee trinken, weil ich Lust habe auf einen Kaffee und wir noch einkaufen müssen und so. Und auch zum Wertstoff hochfahren müssen. Und dann kochen wir heute Abend noch unser Paprika-Tofu-Reiszeug. Keine Ahnung. Da, es wird dampfig ab. Wir haben Kaffee von unserem Lieblingskaffee. Ich habe einen Kaffee Frappé. Und Tommy hat einen Flat White. Einkauf ist fertig. Wir haben. Das ist eine Pfefferbreze vom Bäcker von Tommy. Wir haben Chips, sehr gesund, ich weiß. Wir haben Lasagneplatten, der war im Angebot. Cheddar und noch mehr Cheddar. Dann haben wir Beyond Sausage,
Sagt Tommy, dass sie gut schmecken. Ich kenne die nicht, kann ich nicht beurteilen, will ich auch ausprobieren. Dann habe ich die hier, diesen Spülmaschinenfisch, das fand ich ganz wichtig. Und die haben die perfekte Größe mit 700 Milliliter, das heißt, da passt was rein und ich habe noch Platz zum Rühren, weil das mag ich nicht, wenn die dann so winzig sind und ich dann keinen Platz zum Rühren habe. Und ich habe eine extra Schale braucht zum Zubereiten. Bananen, eine übertrieben große, riesige XXL-Mango für meine Obstphase gerade. Wir haben Glastrinkhalme, habe ich zwar genug, aber das sind so kurze, die quasi für so kleinere Gläser sind, dass die nicht ständig gefühlt oben 3 Kilometer rausschauen. Wir haben Fleisch, das ist übrigens mariniertes Rind von unserem Lieblingsmetzger und Eier. Ich will unbedingt jetzt zum Zocken einfach ein bisschen was mit am PC nehmen. Und weil ich die komische Milch, habt ihr ja schon angekündigt. Aber das ist keine Milch. Die Milch, ja, anscheinend soll die ja wirklich nach Milch schmecken. Ich glaube es ja erst, wenn ich sehe, aber naja, wir testen es. Milch. Alpro Not Milk. Grundsätzlich bin ich ja immer offen für sowas, aber in allermeisten Fällen hat es halt meistens nichts mit dem Original zu tun. Deswegen testen wir das einfach mal aus. Mach mal halb voll, falls es nicht schmeckt. Kannst du dir mal es gleich geben? Ja, warte, ich muss testen. Übrigens, allein schon, also ich meine, ergänzend zur Ernährung finde ich sowas ja schon ganz gut. Ich meine, ich werde niemals Veganer werden, aber ergänzend ist ja nicht schlecht. Also riecht definitiv nicht die Milch. Wobei ähnlicher als Mandelmilch und so, finde ich. Vom Geschmack her, warum? Also schmeckt mehr nach normaler Milch wie die ganzen anderen Dinge. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nach Milch schmeckt. Aber es schmeckt ähnlicher, oder? Also es hat mehr als so die klassischen, ich meine, es ist ja auch Hafer und so. Ja, aber es schmeckt nicht nach Hafermilch, weil ich mag keine Hafermilch. Also es schmeckt dann viel, also es schmeckt schon deutlich mehr danach. Da kann ich sie leider verstehen. Nicht schlecht, muss ich sagen. Aber man würde den Unterschied definitiv erkennen. Ja, natürlich. Das Einzige, was mich stört, ist erstens der Preis, weil das Zeug ist nämlich sauteuer. Und wenn du viel Milch verbrauchst, ist das einfach nicht möglich. Und vor allem das hier. Wir haben ein Eiweißgehalt auf 100 Milliliter von 0,7 Gramm. Das ist gar nichts. So. Ich finde es jetzt eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Cool. Ich nehme die jetzt mit und zocken wir ein bisschen und später kochen wir noch. Meine ist schon leer. Oh. Okay. Es ging schnell. Hi. Kannst du gerne noch was nehmen, wenn du willst? No. Ich will es mal im Kaffee probieren bei nächster Gelegenheit. Oh, das ist eine gute Idee. Abendessen ist fertig. Wir haben dampfgegarter Reis mit dampfgegarten Paprika und dampfgegarten Tofu. Eigentlich macht man das mit Hähnchen, weil ich aber so empfindlich bin, haben wir einfach Tofu genommen. Yay, und mal gucken, wie es schmeckt. Normal machen wir das halt irgendwie mit Hähnchen oder so. Und eine hammermäßig coole Paprika-Eva-Soße. Boah, das sieht so lecker aus schon. Ich habe mich jetzt noch ein kleines bisschen rausgesetzt auf die Terrasse, einfach irgendwie noch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen frische Luft oder so genießen. Es hat gerade noch angefangen zu regnen, aber mittlerweile hört es schon wieder auf. Und nur der Boden ist halt trocken, tut aber auch mal gut, weil es regnen lässt, ist halt irgendwie echt nicht so viel hier. Domi steht gerade noch in der Dusche, das muss ich dann nachher auch noch machen. Und dann ziehe ich mich dann auch um. Und das hier sind die Tagesnährwerte, also gut 1500 Kalorien, knapp 50 Gramm Fett. Und Eiweiß passt auch, Kohlenhydrate passt auch soweit. Also nichts Außergewöhnliches eigentlich heute vom Essen her. Das passt soweit. Ja, es hat mich irgendwie jetzt ein bisschen aufgeheitert, dass ich einfach ein bisschen Zeit mit dem Domi verbringen konnte. Das reicht einfach, seine Anwesenheit reicht halt einfach schon, dass es mir irgendwie besser geht. Aber trotzdem, ihr merkt es ja auch, dass mich das Ganze irgendwie halt total runterzieht und belastet und keine Ahnung, ich meine, wie sei es auch nicht, weil das ist ein einziger Tag im Leben, der einfach wunderschön sein sollte und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch, keine Ahnung, was ich getan habe, dass ich es nicht verdient habe, dass es mal schön wird, aber alles arbeitet gegen uns, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, naja, vielleicht tut sich noch was auf. Vielleicht nicht. Wir werden sehen. Wenn ihr Ideen habt, gebt Bescheid. Aber naja. Ich hoffe, ihr konntet das Video trotzdem irgendwie ein bisschen genießen. Und ich hoffe, ihr versteht mich, weil die Straße drüben ist echt laut. Wir wohnen halt einfach in der Hauptstraße. Das merkt ihr einfach. Mir macht es nichts aus. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss.